Hallo meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten Video. Die meisten von uns haben einen ziemlich clean Steam-Account, ohne irgendwelche Wackbands oder Spielausschlüsse. Und wenn dann doch, dann ist es vielleicht irgendwas Uraltes, weil man bei COD mal einen Skin-Changer hat oder sowas. Doch jetzt habe ich was ganz Neues entdeckt. Habt ihr gewusst, dass es Leute gibt, die Wackbands und Spielausschlüsse sogar richtig sammeln? Und ganz geschwind eingewürfelt, bevor ich es vergesse, denkt bitte dran, diese Woche ist das Glove Giveaway. Es gibt diese Hydro Gloves Emerald auf Twitch im Livestream. Wir streamen jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Es ist die ganze Woche offen. Um an die Daten zu kommen, habe ich wieder steamladder.com benutzt und ich war komplett perplex, dass es Leute gibt, die also überhaupt zweistellige Wackbandzahlen haben und dann auch noch so hohe. Monsieur Mutov ist der Account, der hier auf dem allerersten Platz liegt. Er hat 56 Bands. Er kommt aus Weißrussland. Man kann auch in die Aktivitäten reingucken und schauen, wann er eben das letzte Mal aktiv war. Also am 3.5. Das ist gar nicht so arg lange her. Und jetzt schauen wir uns einfach mal sein Steam-Profil an. Und da ist es. Multiple Wackbands und Multiple Gamebands on record. 56, um eben genau zu sein. Und vor 48 Tagen kam der letzte Band rein. Und wie man hier oben sehen kann, ist er sogar stolz auf die ganze Sache und hat das hier sogar reingeschrieben. Also er hat 56 Wackbands und dann aber nochmal 22 Gamebands. Das ist schon wirklich extrem. Also er geht aktiv auf Bands. Er spielt rein, um diese Bands zu erhalten. Das ist eigentlich unvorstellbar. Auf der anderen Seite, wenn man eben ja nicht allzu viel zu tun hat und auf sowas Bock hat, geht das ja auch wahrscheinlich recht schnell. Ne? Du machst ja halt deinen neuen Account, vielleicht wenn du nicht willst, dass dein Main-Account genudelt wird, und lädst ja dann irgendwelche Billo-Cheats für die einzelnen Spiele runter und wirst halt direkt detected. Er ist hier in der Hex-Gruppe, guck dir das an. Ah, eine edgy Hacker vs. Hacker, Clone, okay, okay. Was wird hier gemacht? Da werden hier Spiele rausgehauen oder was? Damit man weitere Bands kriegt? Die unterstützen sich da, oder wie? Add me for fun, Alter. In der Cheater-Gruppe. Wir werden Spaß haben, ja. Comment for comment. Was ist denn das für eine Scheiße, hä? Was treiben die denn hier? Der ist in der Office-Gruppe. Der ist wahrscheinlich einer, der in Office reindreht die ganze Zeit. Da hocken sie drin, die Gauner. Jedes Overwatch-Office, das sind die. Oh, er hat eine Katzengruppe. Okay, das ist süß. Komm, das ist süß. Darauf, wenn er mit 56 Wackbands schon sehr weit vorne liegt, gibt es natürlich Leute, wie zum Beispiel Murchar, die 55 Wackbands haben. Oder 53, so wie Wackman. Den Wackman gucken wir uns mal an. Oh, warte mal, get on my level. Monte ist da. Ja, müssen wir mal reingucken jetzt. Das Profil sieht ziemlich chillig aus. Wo? Hä, Wackman? Warte mal. Alter, die sind alle verstrickt. Der ist in der offiziellen Wackman-Fan-Group. Hier. Und sein Freund ist Wackman. I am not accepting any friend requests, okay? Powered by Wackman and Mewtwo. Die sind alle untereinander verknüpft. Wackband-Kollektor. Es gibt sogar eine eigene Gruppe von denen, ne? Guck mal hier. You got banned in the game? If so, then this group is for you. Und was macht ihr jetzt hier? This is the best group ever, okay? Okay, ja, gut. Why were you blocked by the VAC system? Lobby hack in MW3. Ach, guck mal, dann schreiben die hier alles noch hin. Wallhack, Aimbot. Using Sam. Der hat mit Sammy zusammengespielt. Ja, es ist ziemlich interessant, da reinzutauchen in die ganze Geschichte. Die sind ja alle verbunden. Schade, dass Mutov hier nicht auch noch mit drin steht. Für die ultimative Verbindung. Jetzt können wir natürlich noch bei Wackman reingucken, das ist sogar ein Deutscher. Und schauen, wie das bei ihm hier aussieht. Also wirklich aktiv ist er jetzt auch nicht. Boah, guck ihn dir an, sogar animiert. All of my Wacks have fun. Also hier wieder die Records. Was, ah, also hier wurde er überall gebannt. Das ist ja eine richtige Historie, das hat der andere nicht gehabt. Obwohl, bei ihm habe ich das nicht aufgeklebt. Warte mal, Mutov, warte, warte. Ah, nee, er hat ja leider nichts zum Aufklappen stehen, aber immerhin, dass er überall gebannt wurde, außer in CSGO. Also in CSGO wurde er noch nicht gebannt. Heißt jetzt entweder, dass er aktiv dort nach wie vor reinschiedet oder dass er da niemals cheaten würde. Hm? Ich bin übrigens in meinem zweiten Account online, sehe ich gerade, nicht wundern. Ich habe vorhin noch auf Skinbaron rumgedödelt. Ja, das ist schon wirklich interessant hier mit diesen ganzen Bans. Warte mal, kann man bei Left 4 Dead gebannt werden? Sind das hier wirklich gebannte Spiele, beziehungsweise Spiele, bei denen er gebannt wurde? Day of Defeat, klar. Das hier auch klar. Ricochet, Nether. Ja, wahrscheinlich kann man da auch gebannt werden. Das haben Wolle und ich früher gespielt. Das war richtig nice. Also ein paar Spiele kenne ich nicht, aber gut, wahrscheinlich ist es dann doch die Bannliste, bei denen er eben, ja, also bei den Spielen, bei denen er gebannt wurde. Er ist in der offiziellen Garry's Mod-Gruppe. Monsieur. Auf einmal etwas sympathisch. We like building stuff, so sieht's aus. Das ist Garry's Mod, genau dieser Satz. Jetzt will ich rein aus Interesse nochmal den nächsten Deutschen anschauen, der das hier zumindest angegeben hat. Guck mal da, Lackaffe. Ist sogar sogar ein deutscher Name. 7 Wackbands, 1 Spielausschluss und zuletzt gebannt wurde er 2017. Da schauen wir mal rein. Guck mal da, der Torben. Nice, sehr, sehr sweet. Mal gucken, ob der jetzt auch Verbindung hat. Nee, bestimmt nicht. Zu den Top-Leuten da oben hundertprozentig nicht. Add me, please. It's important. Oh, Item Showcase. Guck mal, hier hat einiges rumliegen. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Alla. Torben, ich hoffe, du bist nicht bei CSGO gebannt. Da ist nämlich einiges Schickes bei dir am Start. Hier hat er sogar so eine Ding-Case, ne?
So eine E-Sports 2013 Winter Case. Ich glaube, die kann so ein bisschen was. Mann, naja, okay, ist jetzt nicht sonderlich krass. Ich dachte, es wäre mehr. 4,89 €. Zumindest hier gerade auf Skin Baron. Mit dem einen Angebot. Okay, ist vielleicht jetzt nicht wirklich repräsentativ, wie ist es auf Steam. Preisvorschlag 5,04 € wäre das dann wohl plus minus auf Steam so irgendwie. Ja, schauen wir noch kurz in die Kommentare rein. Zockst du noch mit Jochen? Torben und Jochen, nice. Guck dir die ganzen Lauchlappen an. Du hast gewonnen, du hast gewonnen. Guck, wie sie ihn alle fischen wollen hier und uns snacken wollen. Wahrscheinlich wegen der AWP und der Kiste vielleicht, keine Ahnung. Send me a friend request, I need to talk with you. Das ist natürlich sowas, da denke ich auch direkt, oh, die Person will mit mir sprechen. Das muss wichtig sein. Hey mate, can you add me? Just for a quick chat. Just let me scam you. Torben, ich hoffe, du fällst da nicht drauf rein. Euer 100% No-Cheater? Are you sure about that? Ich finde es echt krass, dass Wackmann und dieser Get on my level und auch Mutov, dass die gemeinsam gemeinsame Sache machen. Was natürlich etwas schade ist, ist, dass in diesem Wackmann-Collector-Teil nur Get on my level ist, aber nicht Mr. Wackmann und auch in, achso, Moment, er ist in 900 neuer. Okay, gut, dann ist er wahrscheinlich doch da drin. Warte, wir gucken kurz, ob Mutov da drin ist. Ja, guck mal, da, Wackmann-Collector, natürlich ist er da drin, klar. Das fühlt sich so an wie ein extra Teil der Cheater-Community. Ne? Es gibt einmal die einen mit diesen Hacks und die mit denen und dann die mit Hacker vs. Hacker-affin und dann andere, die gegen Nicht-Hacker spielen gerne. Und da gibt es die Leute, die einfach gerne Wackmann sammeln. So richtig mit Leidenschaft dabei. Es gibt natürlich auch die, die mit dicken Skins reinhacken und nicht gebannt werden wollen. Pipapo, das hier ist jetzt wahrscheinlich genau das Gegenteil. Ich nehme an, er hat die Inventories auf privat. Oder die sind einfach generell kaputt. Okay, das geht nicht. Er hat einfach nichts drin. Das ist wirklich dann nochmal ein ganz anderer Nervenkitzel. Weißt du, die bieten sich dann hoch. Und Mutov ist ja wirklich nicht, jetzt... Er hat jetzt keinen Riesenvorsprung. Also Monsieur hier zum Beispiel ist sehr nah dran. Achso, wir haben noch gar nicht geschaut, ob er da mit dabei ist. In diesem Konglomerat von Cheatern, die sich gegenseitig kennen. Er hat hier auf jeden Fall schon mal nichts drinchen. Auch kein passendes Profil-Signchen. Was ist mit den Groups? Nee, okay, das ist irgend so ein... Das ist so ein Outlaw. Den kennt man nicht. Mir war natürlich im Vorfeld schon klar, dass es wahrscheinlich Leute gibt, die einige Wackbands haben. Alleine schon, weil wir bei uns in der Community Leute haben, die eben einen Wackband oder ein paar haben oder halt Spielausschlüsse aus vergangenen Zeiten. Da will ich gar nicht großartig sagen, dass die halt irgendwie hart reingecheatet haben. Wir haben zum Beispiel ein, zwei Leute, die bei COD damals den Skinchanger hatten und dafür wird man halt oder wurde man halt dann gebannt. Ich würde das jetzt als nicht so schlimm Bann ansehen, aber ich meine, klar, Bann ist Bann. Der Schaden ist auf jeden Fall angerichtet. Ja, aber dass eben Leute richtig am Sammeln sind, diese Bands. Das finde ich, finde ich krass. Ich hoffe, dieses Video war auch wieder recht interessant für euch. Wir sehen uns dann im nächsten Video am, keine Ahnung, in 2 Tagen oder sowas. Livestreams kann man natürlich auch gerne besuchen. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Wahrscheinlich kam diese Einblendung auch irgendwann schon im Video ganz kurz so hochgeschisselt. Ich hoffe, die Einblendungen stören euch nicht. Für mich ist es einfach halt einfacher, als ständig zu sagen, abonnieren, favorisieren, in die Hose scheißen. Gut, dann bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Vielen Dank auch für die Kommentare und für die Likes. Ich beantworte gerne jeden Kommentar und freue mich über jedes Like. Wir sehen uns dann, wie gesagt, halt demnächst im Stream oder sowas. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.